Die SMART-Methode kann in Unternehmen erfolgreich eingeführt werden, indem sie in die Strategieentwicklung und das Projektmanagement integriert wird. Hier sind einige Schritte, die dabei helfen können: Bildung und Schulung. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter die SMART-Methode verstehen und wissen, wie sie angewendet wird. Dies kann durch Schulungen, Workshops oder Informationsveranstaltungen erreicht werden. Integration in die Unternehmenskultur. Die SMART-Methode sollte in die Unternehmenskultur integriert werden, um sicherzustellen, dass sie auf allen Ebenen des Unternehmens angewendet wird. Dies kann durch die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Zielsetzung und die Anerkennung und Belohnung von Erfolgen erreicht werden. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung. Die Ziele sollten regelmäßig überprüft und angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie immer noch relevant und erreichbar sind. Dies kann durch regelmäßige Meetings und Überprüfungen erreicht werden. Kommunikation und Transparenz. Die Ziele sollten klar und transparent kommuniziert werden, um die Mitarbeiter zu motivieren und sie dazu zu ermutigen, ihre Ziele zu erreichen. Dies kann durch regelmäßige Updates, Berichte und Anerkennungen erreicht werden. Feedback und Kontrolle. Es ist wichtig, regelmäßig Feedback zu sammeln und die Fortschritte zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Dies kann durch regelmäßige Überprüfungen, Feedback-Sitzungen und die Verwendung von Kennzahlen erreicht werden. Durch die Implementierung dieser Schritte können Unternehmen die SMART-Methode erfolgreich in ihre Arbeit integrieren und so ihre Zielsetzung verbessern. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.